Die Ansprüche sinken. Ich bin inzwischen froh, wenn meine Wäsche von vorgestern getrocknet ist und wenn ich einen Teil der Nacht schlafen kann. Ach ja. Ist aber auch übel warm und schwült gerade. Ich weiß nicht. Im Schlafsack ist es zu warm, außerhalb des Schlafsacks ist es zu kalt. Mücken überall in diesem ganzen Ding, waren überall Mücken. Ich bin dreimal von oben nach unten zerstochen. Einmal gestern Nachmittag, einmal gestern Abend und einmal heute Nacht. Marmor everywhere. Und dann bin ich wieder als Erster aufgestanden und musste da im Dunkeln packen. Und dann zum Schluss sind alle anderen aufgestanden und haben mir das Gefühl gegeben, jetzt nur wegen mir, weil sie meine Knisterei nicht mehr ertragen konnten. Ja, das war dann mal der Vorteil, als ich noch alleine in den Schlafsälen übernachtet habe. Jetzt erstmal Frühstück. Buongiorno. Das ist die Stelle mit der Umleitung. Da vorne war so ein Schild. Ja, da standen ja irgendwie so zwei Sachen drunter. Via, irgendwas, aber. Ja, ich hab hier schon abfotografiert, dann muss man fahren. Das ist ja auch eine Umleitung vor Ort, ne? Ja. Achso, nur hier so ein bisschen, ja. Ich finde, wenn sie so einen Zettel da vorne an die Straße hängen, dann könnten sie auch noch irgendeinen an die Verzweigung hängen, wo man nicht lang gehen soll. Genau, also sind vielleicht mit den Arbeiten schon durch hier. Ja. Wow. Ich gerade schon sagte, wow. Hallo. Na du? Kleiner? Sauerkopf. Oh, was ist denn das hier? Schafski. Na du? Hallo? Magst du gerne gestreichelt werden? Ja. Hübsch, aber hat ein Tierleinchen. Tschüss. Fein. Es geht mal wieder bergauf. Und bei mir kommt jetzt gerade so zum ersten Mal der Punkt, wo ich denke, boah, keinen Bock mehr. Jeden Tag laufen. Ich hätte gern mal einen Tag Pause zwischendurch. Irgendwie mal nicht laufen. Mal nicht immer weiter. Oh, jetzt geht es hoch her. Der Rucksack ist aber auch schwer heute. Der zieht mich heute nach hinten voll runter. Ne, er ist nicht so richtig schwer. Er zieht einfach nur nach hinten. Und macht mich voll träge. Oh.
Ja, kaum 9 Kilometer geschafft und schon sitze ich wieder in der Bar und esse ein Zuckerchen. Ich brauche aber heute auch eine Ration. Ich finde überhaupt nicht in einen Rhythmus rein. Eigentlich bei über 30 Kilometer, 32 heute, geht vor 12 Kilometer nichts mit erster Pause. Aber heute schleppe ich mich nur dahin. Saft. Drecksviecher. Überall. Ciao. Ciao. Bada chiuso. Eh? Bada chiuso. Eieieiei. Jetzt. Jetzt soll mir doch mal bitte wieder einer diese Stelle erklären. Und da ist auch markiert in die Richtung. So, ist das jetzt wieder ein spezieller Weg oder was? Deviazone, 8 Kilometer. Ich gehe jetzt da lang. Luca steht hier nicht dran, aber... Ciao! Giorno! Tomato in... Tomate, formaggio. So was. Questo? Das. E le manzone. Le manzone, sì. Das war jetzt schon mein dritter Barbesuch heute. Das zeigt, wie nötig ich es brauche. Ich weiß es nicht, ich komme heute nicht in die Gänge. Ich habe gerade mal die Hälfte geschafft, ein bisschen. Ein Kilometer mehr als die Hälfte. 15 Kilometer kommen noch. Und ich komme heute nicht aus dem Knick. Es ist alles schwer. Die Beine sind schwer, die Füße sind schwer, der Rucksack ist schwer, die Arme sind schwer. Boah, was für ein Tag. Weiß nicht, ob es dran liegt, dass ich jetzt 2 Nächte in Folge nicht so gut geschlafen habe, dass das Wetter so drückend ist. Ich einfach nur, heute einfach nur ein Jammerlappen bin. Vielleicht ist es auch einfach das. Ich habe keine Ahnung. So, eigentlich müsste es das jetzt sein. 3 Barbesuche ist das Maximum. Aber wer weiß, ob ich noch was brauche. 15 Kilometer. Grazie.
Es ist offiziell die vierte Bar für heute. Zum Wohl. Sehr, ciao. Ciao. Endspurt. Gerade so kurz drüber nachgedacht über heute und Unterkunft und alles. Und habe festgestellt, dass meine Wünsche immer kleiner werden. Für heute Abend wünsche ich mir nur eins, und zwar ein Stöpsel im Waschbecken. Weil ich das nämlich die letzten beiden Tage nicht hatte. Und dann ist dieses Waschmittel immer gleich weggelaufen und die Klamotten so schnell im laufenden Wasser, und die sind nicht so richtig sauber geworden. Das ist es, was ich mir wünsche. Vor ein paar Tagen war es noch ein eigenes Handtuch. Petrus. Deswegen kommt es San Pietro. Ich begreife das. Ciao. Ostello San Frediano. Vai qui a destra. Hm? 50 metri. Ok. È lì. Ok, grazie mille. Ciao. Meine Fresse. Muss ich 1 Kilometer draufrechnen heute. Guten Abend. Guten Abend. Ja. So. Dies ist das Zimmer. Dies ist Philipp, der die Kamera ausmacht. Ich bin in Lucca. Boah, ich war irgendwie so runtergedrückt. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, aber es war auch echt extrem schwül und drückend heute. Also ich nehme an, das wird es einfach gewesen sein. Da habe ich mich halt dann aber immerhin 32 Kilometer geschleppt. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Aber mit 4 Barbesuchen und 3 großen Pausen. Normalerweise mache ich 2. Ich werde jetzt zum Dom gehen gleich noch. Mir dann meinen Pilgerstempel abholen, weil es hier keine offiziellen gibt. Dann würde ich nur so eine Adresse bekommen. Das ist immer nicht so schön. Und dann mir was zu essen suchen. Und vielleicht mal meine Eltern anrufen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das wäre ganz nett. Jetzt liege ich hier schon auf dem Bett, da ist mir doch noch was eingefallen. Ich hatte einen Stöpsel, wie ich es mir gewünscht hatte. Wobei, da waren 2 Waschbecken und das erste Waschbecken war natürlich der Stöpsel nicht ganz dicht. Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich mein Waschmittel schon drin hatte. Naja, aber bei dem zweiten ging es dann und ich muss neues Waschmittel kaufen. Das wird nämlich fast alle. Und schöne Kleinigkeit. Wir haben Bettwäsche. Das ist so cool.
da freue ich mich drüber. Kein Handtuch leider, aber Bettwäsche. Toll, 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 toll. Die Haare so im Wind fliegen. Oh, I'm fabulous. Wo ist die Kathedrale? Nur sehr offen sieht die irgendwie nicht mehr aus. Zu. Alles ist zu. Tja, bis 7:30 hat er gesagt. Aber ich würde mal sagen, das stimmt nicht. Aber ich bin trotzdem ganz froh, dass ich jetzt einmal durch die ganze Stadt gelaufen bin, um hierher zu kommen, weil es einfach ein ganz besonderer Ort ist. Piazza Anfiteatro. Jetzt könnt ihr mal überlegen, warum das so heißt.